und herzlich willkommen bei Chris is Delicious. Heute zaubern wir zusammen einen Partysalat, einen vegetarischen, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Wir benötigen einmal 500 Gramm Risoni, das sind Reisnudeln, 500 Gramm Gouda, 3 Päckchen Salatkrönung, da habe ich jetzt hier die griechische Art, 3 Paprikas in verschiedenen Farben, 2 kleine Zwiebeln, etwas Öl, Pfeffer und Wasser. Bevor wir jetzt gleich hier mit dem Schnibbeln anfangen, stellen wir jetzt erstmal das Nudelwasser auf und lassen nebenbei die Nudeln dann gleich nach Packungsanleitung kochen. Wer auch von Bosch das Induktionskochfeld hat und den Cooking-Sensor, der kann den dann auch gerne benutzen auf Stufe 3, das sind 100 Grad und muss keine Angst haben, dass das Wasser überkocht. Die Zwischenzeit nutzen wir jetzt schon mal zum Schnibbeln. Ich habe mich hier für einen Gouda Mittelalt entschieden. Ich finde den immer super, super lecker. Da entferne ich jetzt erstmal die Haut, werde den dann halbieren und dann in schöne kleine Würfel schneiden. So, die Käsewürfel sind schon mal fertig. Ich habe mir jetzt schon mal die große Glasschüssel von dem Dreier-Set von Pampachef bereitgestellt. Wichtig ist, dass ihr euch direkt eine schöne große Schüssel nehmt, aber auch wenn das jetzt nur 500 Gramm Nudeln sind, am Ende ist das doch ganz schön viel und eine Portion reicht definitiv immer aus. Die tun wir jetzt schon mal direkt hier rein. Und danach werde ich einfach die Paprika genauso in kleine mundgerechte Stücke würfeln, genauso wie die Zwiebel. Mein Wasser hat jetzt schon gerade aufgepiept, dass es fertig ist. Das salze ich jetzt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr die Nudeln salzt. Ansonsten müsst ihr später viel Salz hinzufügen. Und so habt ihr es dann einfach direkt gewürzt. Bei dem Paprika schneide ich immer hier unten den Boden einmal gerade durch und oben den Deckel. Und dann schneide ich da die Spalten runter. So ist dann quasi das der einzigste Verschnitt. Und natürlich hier. Ich habe mich jetzt hier für die griechische Art entschieden. Man kann aber auch Bärlauch-Schalotte nehmen, das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Jetzt geben wir den Beutelinhalt einmal hier rein und pro Beutel benötige ich mal 3 Esslöffel Wasser und 3 Esslöffel Öl, so wie es da drauf steht. Da wird einfach alles miteinander vermengt und dann würze ich das Ganze einfach nochmal mit ein bisschen Pfeffer. Das mit dem Pfeffer macht man ja einfach immer nach Gefühl und dann ist ganz wichtig, dass man alles gut vermengt. Dann könnt ihr das Ganze einfach abschmecken und fertig ist der Salat. Wenn ihr den vorbereitet und serviert, mache ich das eigentlich generell immer, dass ich immer beim Servieren noch oder vorm Servieren nochmal alles schön durchmenge. Falls ihr dann das Gefühl habt, er sollte irgendwie zu trocken sein, was er bei mir noch nicht war, kann man dann einfach nochmal ein bisschen Gemüsebrühe oder sowas reinmachen. Also einfach ein bisschen Wasser mit Gemüsebrühe, damit es Geschmack hat. Aber wie gesagt, bisher hat das
Weil er hat das immer die perfekte Konsistenz gehabt und hat auch noch am nächsten Tag geschmeckt. Ich hoffe, ihr macht das Rezept nach. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie mein Shop. Wenn euch irgendwas hier von meinen Pampered Chef Sachen gefallen hat, könnt ihr gerne gucken und stöbern über eure Kommentare. Freue ich mich natürlich wie immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.